Weißt du eigentlich, dass du mit Hilfe von Canva deine Instagram Reel Videos noch mal so ein bisschen aufpeppen kannst? Nein? Dann schau dir dieses Video an und ich zeige dir, wie genau das geht. Hi, ich bin Kirsten und ich möchte dir helfen, bessere Videos und Livestreams zu erstellen. Denn das alles ist überhaupt kein Hexenwerk, das ist gar nicht so wild. Und wenn ich das geschafft habe, schaffst du das auch. Also, immer wieder stelle ich dir hier unterschiedliche Tools vor, mit denen ich arbeite, die ich dir empfehlen kann, die dir helfen, wirklich deinen Videocontent entweder nachzubearbeiten oder direkt während des Livestreams so auf das nächste Level zu bringen. Aber in diesem Video möchte ich mal wieder über eins der wahrscheinlich beliebtesten Tools in der Online-Welt sprechen, nämlich Canva. Den meisten ist Canva ja eher ein Begriff, um Templates zu erstellen, um E-Books zu erstellen, um Postings für Social Media zu erstellen. Aber immer mehr Funktionen tauchen jetzt hier auch auf, dass du deine Videos nachbearbeiten kannst. Gut, es ist noch keine umfangreiche Schnittsoftware, aber du kannst dir im Nachgang tolle Overlays für deine Instagram Reels erstellen oder nochmal irgendwelche GIFs oder Gimmicks mit draufpacken. Und wie das Ganze geht, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Und damit sind wir jetzt auf der Oberfläche von Canva. Ich kann dir auch hier nur wieder empfehlen, lade dir Canva direkt auf deinen Rechner herunter. Da musst du das nicht übers Internet machen, sondern du kannst die App direkt auf deinen Rechner laden und das ist unabhängig, ob Mac oder Windows. Ich habe es jetzt hier bei mir schon hochgeladen und das heißt, ich habe jetzt hier die ganz normale Oberfläche, die du auch aus Canva kennst. Und wenn ich jetzt hier auf Design erstellen gehe, kann ich jetzt eingeben Instagram, dann wird mir schon einiges angezeigt. Also ich sehe Instagram Post oder Reels oder Story, alles Mögliche, aber wir wollen jetzt hier ein Instagram Reel nehmen. Das heißt, wir haben ein Hochformat, das wir jetzt hier auswählen und dafür ist natürlich im Idealfall, dass du dein Reel auch schon im Hochformat aufzeichnest, also in dem Format, ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr hilfreich im 9:16 Format. Du kannst es auch im etwas quadratischeren Bereich machen, aber Hochformat sollte das Ganze sein, damit man dich auch hinterher sieht. Wenn du das Ganze nämlich im Querformat aufnimmst und dann versuchst, es in eine solche Form reinzubringen, dann ist links und rechts eine ganze Menge abgeschnitten. So, ich habe jetzt hier Instagram Reels einfach mal aufgerufen und du siehst, ich habe hier schon unglaublich viele Vorlagen, die ich hier verwenden kann. Und die kann ich halt beliebig einsetzen. Und zwar wähle ich mir jetzt hier einfach mal eins aus und wir nehmen mal dieses hier, weil das ist ein sehr beliebtes, ja, also das ist ja gerade, wenn du beispielsweise Sporttrainer, Yoga-Trainer bist, du willst irgendetwas erklären, dann sieht man das ja immer, dass da oben etwas steht und jetzt möchte ich das halt für meine Videos haben. Jetzt ist hier ein Stockvideo, das will ich nicht, deswegen gehe ich jetzt hier auf Uploads, gehe hier auf meine Videos und wähle mir jetzt hier ein Video aus, was ich dann da reinpacke. Entweder nimmt es das direkt als Hintergrund, wenn es das nicht macht, kleiner Trick, rechte Maustaste als Hintergrund ersetzen und schon habe ich das Video da hinten zu sehen. Ich drücke jetzt hier mal auf Play, dann siehst du, dass man mich da sieht. Das ist jetzt kein Video, was ich wirklich für ein Reel genommen habe, aber hier könnte ich jetzt beliebig das da oben einsetzen, wie ich das gerne hätte. Ja? Und dazu gehe ich einfach hier oben rein und suche nach Video Creator beispielsweise. Das wäre jetzt in meinem Fall, ja. Das könnte ich dann da oben reinsetzen. Und damit kannst du deine Instagram Reels mal so richtig aufpeppen. Wir gehen aber nochmal zurück in die Vorlagen und dann siehst du, dass du hier unglaublich viele Möglichkeiten hast, ja. Also du kannst hier schon diese Templates nehmen, du kannst hier auch sowas nehmen. Das möchte ich jetzt ersetzen und ich packe jetzt da auch wieder mein Video hinein. Ah, jetzt hat das direkt genommen und da kann ich dann diese Messages, diese Call to Actions kann ich da halt reinsetzen. Ich kann aber auch quasi bei Null anfangen, indem ich also erstmal ein Video lade und dann über Elemente mir hier alles Mögliche hinzufüge, was ich da einfach machen möchte. Und so kannst du mit einfachen Mitteln tolle Call to Actions in deine Instagram Reels mit reinbringen. Und kannst vor allen Dingen deinen Instagram Reels so ein ganz persönliches Design verleihen.
Jetzt würde mich mal interessieren, nutzt du Instagram Reels und wenn ja, bearbeitest du die nach? Wie machst du das? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare.